Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks mit ABK 8. Heute möchten wir Ihnen den Preisspeicher und dessen Einsatzmöglichkeit zur Auspreisung von Preisermittlungen und Kostenschätzung auf Elementebene vorstellen. Mit dem ABK-Preisspeicher lassen sich zu Positionen einer standardisierten Leistungsbeschreibung plausible und nachvollziehbare Preise in einer Preisdatei ablegen. Dafür werden aus Angeboten, Preisermittlungen und Vergabevorschlägen Preise zu den Positionen importiert. Diese Ausgangswerte bleiben immer im Zugriff und bilden die Basis für statistische Werte. Aufgrund der großen Datenmenge werden ABK-Preisspeicher in SQL-Datenbanken angelegt. Für die Erstellung einer Preisdatei mit dem Preisspeicher öffnen wir eine Leistungsbeschreibung. Im Ordner Preise und Kalkulationsansätze legen wir eine neue Preisdatei an. Diese dient als Speicher, in welchen die einzelnen Preise übertragen werden. Im nächsten Schritt wird der Assistent zum Erstellen des Preisspeichers gestartet. Zu finden ist er unter Datei, Import, Preisspeicher erstellen. Der Assistent für den Importvorgang öffnet sich. Auf der Seite Grundlagen können verschiedene Filterkriterien angewendet werden, damit nur Preise aus passenden Leistungsverzeichnissen berücksichtigt werden. Wir verwenden in unserem Beispiel den Filter für die Preisbasis. Die Optionen zur Umlage der Gemeinkosten befindet sich rechts oben. Zusätzlich ist eingestellt, dass bei der Erstellung der Preisdatei bei Positionen ohne Preis der Grundtextpreis als aktiver Preis übernommen wird. Dadurch werden beim Anwenden dieser neuen Preisdatei auch Preise dann importiert, wenn es keine Datenbasis gegeben hat. Es wird ein statistischer Wert aller vorhandenen Positionen mit dem gleichen Grundtext und der gleichen Einheit gebildet und extra gekennzeichnet. Wir stellen zusätzlich ein, dass unsere Preise auf den 01.01.2024 valorisiert werden. Hierfür ist es notwendig, dass Indexwerte in den Indexkatalogen vorhanden sind. Der Import wird gestartet. 4038 Positionspreise aus 57 Angeboten und Preisermittlungen wurden übernommen. Mit dem Import werden auch Excel-Listen erzeugt. Diese beinhalten alle Positionen der importierten Leistungsverzeichnisse, also auch die frei formulierten Positionen mit dem ursprünglichen und dem valorisierten Preis. Im Register Statistik kann im Nachhinein die genaue Zusammensetzung und Anzahl der vorhandenen Vorbemerkungen und Positionen des gesamten Preisspeichers berechnet und entnommen werden. Eine Übersicht zu den getroffenen Importoptionen finden Sie im Register Preisgrundlagen-Kommentare. Wir öffnen den Preisspeicher und wechseln in die Leistungsgruppe 02 unter Leistungsgruppe 06, um die Preiszusammenstellung der Grundtextoption 02 näher zu betrachten. Wie in den Importeinstellungen ausgewählt, wurde zu Positionen ohne Preisinformationen der Grundtextpositionspreis mengengewichtet als aktiver Preis übernommen. In unserem Beispiel ergibt sich der Lohnanteil zu 1038,08 € und wurde aus den Positionen A und D berechnet. In der Leistungsgruppe 11 wird im Anschluss die Position Erdleiter Edelstahl betrachtet. Im Register Preisherkunft Preisspeicher ist eine Auflistung aller 22 Preise zu finden, welche für die Berechnung des aktiven Preises herangezogen wurden. Hier können diese auch einzeln deaktiv gesetzt werden, damit sie nicht mehr bei der Preisbildung einbezogen werden. Im Register Preisinformation finden Sie Informationen der einzelnen Einheitspreise grafisch dargestellt. In der Verteilung sehen Sie, dass Einheitspreise zwischen 16,50 Euro und 4 Euro angeboten wurden. Diesen können Sie auch bezogen auf die LV-Menge oder auf die Angebotspreise anschauen. Mit dem zuvor erstellten Preisspeicher ist es Ihnen nun möglich, Elemente im Elementkatalog oder direkt in einem Kostenplan schnell und einfach auszupreisen, wenn diese Positionen aus der Leistungsbeschreibung stammen. Wir starten die Preiswartung in einem Elementkatalog, wählen die Leistungsbeschreibungspreisdatei aus und durchlaufen den Assistenten. Als Ergebnis haben Sie nun ausgepreiste Elemente. Ein weiterer Anwendungsfall ergibt sich für die Preisermittlung im Modul LV. Die noch 756 Positionen ohne Preis können mit dem Preisspeicher zeiteffizient ausgepreist werden. Der Preisimport wird gestartet und durchlaufen. Als Preisdatei wird 2024 FSV ausgewählt und anschließend wird der Import gestartet. Mit nur einem Knopfdruck haben wir bei insgesamt 619 Positionen plausible Preise hinterlegt. Eine sehr wertvolle Basis für aussagekräftige Preisvergleiche und Preisanalysen. Sie haben nun gesehen, wie der ABK-Preisspeicher erstellt wird und wie vielfältig er eingesetzt werden kann.
bei der Erstellung von Kostenplänen bis hin zur Prüfung der Angemessenheit der Angebotspreise. Wir wünschen viel Erfolg bis zum nächsten ABK-Tipps und Tricks-Video.